Eines muss man Ryan Reynolds lassen. Er weiß einfach, wie er die Zuschauer durch seine unverwechselbare Art mitreißt. In einem am Dienstag veröffentlichten Video auf Twitter teast er zunächst den neuen Deadpool 3 an und zeigt auf ironische Weise, wie viele Gedanken er sich darüber gemacht hat, nur um dann ganz unbekümmert zu verkünden, dass Hugh Jackman in dem Film als Wolverine zurückkehrt. Dieser läuft währenddessen im Hintergrund ganz entspannt die Treppe hoch und es erklingt "I will always love you" von Whitney Houston. Ein kleiner Scherz auf Kosten von Jackmans Vornamen. Außerdem sitzen die beiden in einem weiteren Video gemeinsam auf der Couch und stellen eine Beantwortung vieler offener Fanfragen in Aussicht. Mit dieser Aktion hat Reynolds bestätigt, was schon seit einiger Zeit vermutet wurde. Dennoch kam die Ankündigung irgendwie unerwartet und eben in typischer Reynolds-Manier. Bereits im vergangenen Sommer berichteten wir in einem unserer Originals über die Möglichkeit eines Road-Movies mit Deadpool und Wolverine. Nun ist das nach Wunsch vieler Fans tatsächlich Realität geworden. Jackman kehrt damit erstmals seit 2017 in seine Paraderolle zurück, als sein ursprünglicher Abschiedsfilm Logan erschien. Mit Deadpool 3 ist somit nicht nur Deadpool, sondern auch Wolverine fortan offizieller Teil des MCU, nachdem sie zuvor zum X-Men-Universum von Fox gehörten. Des Weiteren wurde das offizielle US-Startdatum veröffentlicht, das für den 6. September 2024 angedacht ist. In diesem Jahr ist übrigens auch der 50. Geburtstag der Comicfigur Deadpool, die 1974 in Ausgabe 181 von The Incredible Hulk erstmals ihren Auftritt feierte. Eine interessante Reaktion auf Wolverines Auftritt in Deadpool 3 kam von John Krasinski, der zu dem Ankündigungsvideo mit "Wait, is this our movie?" antwortete. Man kann nur spekulieren, dass das etwas mit Krasinskis Rolle als Mr. Fantastic in Fantastic Four zu tun hat. Eine Figur, die er jüngst auch als alternative Version in Doctor Strange in the Multiverse of Madness gespielt hat. Ob er aber wirklich im kommenden Fantastic Four seine Rückkehr feiert oder ob er Platz für einen anderen Darsteller macht, ist noch nicht bekannt. Er hat zumindest die Spekulationen ordentlich angeheizt. Aber zurück zu Deadpool 3. Hinter der Kamera sorgt Free Guy-Regisseur Sean Levy für die Inszenierung. Das Drehbuch schreiben wieder die Deadpool-Veteranen Red Reese und Paul Wernick, die bereits ein R-Rating des Films bestätigt haben, trotz der Zugehörigkeit zu Disney. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie das Endprodukt aussieht und freuen uns auf das noch ausstehende deutsche Startdatum, das wahrscheinlich ebenfalls um den 6. September 2024 herum sein wird.